auch wieder welche hier oben. Komm mit auf. Natürlich nicht, ja. Stehst jetzt spiel ich mit 50 Frames, dann zack, Einbruch auf 8. 6. Das ist ja total, hey. Wow. Die ist halt ein bisschen zerrissen, du. Diese Türme zu manipulieren ist ein schweres Verbrechen. Wenn Sie jemanden beim Besteigen eines Funkturms beobachten, sollten Sie sofort den Repräsentanten der Royal Army informieren. Möge Pagan Licht in alle Erleuchtung. Wohnen! Alles fit? Ich bin gesoffen, ha, Alter. Schau mir! Come on! Kotzt jetzt wieder hier, oder was, Alter? Das können die Aufgabe nachher nachschub, okay?
Da ist er. Da passt. Gut gemacht. Mach weiter so und bald senden wir in der ganzen Region. Freilich. Glaubst du, ha? Puppen herrst. So, eine da. Na, jetzt komm. Weiter bitte. Diese Ratte, da schau her. Alter, was geht? Zabal. Waren die Infos aus dem Lager das wert? Hast du es überhaupt gelesen? Weil ich habe hier ein paar Daten für dich. Und die sind handfest. 9 meiner Männer sind tot. Gute Männer, die du sterben ließt. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Es gab nur diese Möglichkeit. Dein Vater hätte es auch getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor er starb und alles den Bach runterging. Amita versteht das nicht. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Sie ist hinterlistig, sie ist subversiv und sie opfert ständig Leben. Deshalb sprang ich in die Bresche. Ich tat es, weil ich deinen Vater kannte und seine Vision respektierte. Du musst begreifen, was ihn antrieb, was uns antreibt. Du musst zum Kloster gehen. Bilde dich weiter, AJ. Das war jetzt aber heftig unsynchron, du. Aber kann nichts dafür, das war so. So, was? Kloster. Kloster Neuburg, oder was? Wo ist denn der Scheiß? Da drüben. Okay. Na? Badam. Wo ist denn eins? Wo musst du auf dein Haus? Weiß man nicht so genau, gell? Onkel Padan hier wollte nur hören, wie es meinem Lieblingsneffen geht. Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du in Amitas Hohn nicht Töpfchen gefallen oder haben dich zerbeißweilende Locken den Bann gezogen? Hey, jedem das Seine, du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist eher nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen, aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team.
Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Das ist... Das ist so... Ja, was? Was ist los? Wo ist das Auto jetzt? Weg! Oh, da ist eine Kiste. Das gibt's ja nicht, warum leckt denn das jetzt so? Geldbeutel ist voll. Ich hab nichts zu verfolgen. Ja, hilft halt. Dann laufen wir halt, du. Dann nehmen wir das auch noch mit, da. Ach, da ist... Ganzes Magazin, wie steppert. Ah, das war wie beim Vorgänger. Erst wenn er losläuft, glaube ich, dann treffen sie ihn. Dann machen sie einen Schaden. Wenn ich mich nicht täuschen will. Ja, sonst verballerst du immer so viel. So. So eine noch. Du, eine. Das bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Ich glaube da schon alles voll ist, gell? Also fast voll. Flashlaufwerk, da schau her. Naja. So, da weiter geht's. Das Auto. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Hey, ich würde das ja weiterlaufen lassen, aber... Weltkürat ist die beste Radioshow aller Zeiten! Aller Zeiten! Ihr hört Weißkürat und zwar dank meines guten Freundes, der es geschafft hat, beinahe die Hälfte aller Glockentürme zu befreien. Möge Pagans Licht euch allen aus dem Arsch scheinen. Aus dem Arsch scheinen? Weißradio war noch nie so gut. Stopp! Yes. Halt das! Alter, das ist ja brutal. Warum leckt denn das so?
Leute, ihr habt den Sender Freies Kühlrad eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Runner. Also, ich möchte über Anita reden. Wo hast denn du hier, oder? Kurslose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des goldenen Pfeils. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussieht. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag das nur so dahin, aber hier ist noch eine kleine Anekdote über Anita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, aber man hört überall, dass sie auch noch eine auftretende Drogendealerin sei. Hey, ich unterliege dieser Drogenfahnder, ich unterstütze die Lokale. Kräuterzucht, aber ich finde ja, das ist okay. Anita dagegen schwingt sich zu einer waschenden Drogenbaronin auf. Und das wäre gut, denn wenn man mal nachdenkt, dann sind Drogenbaronen meine Kletter und der Punkt geraten, wenn die 10 Gorillas haben, Drogen für sie. Verkauft. Aber sie möchte auch Boss sein und das ist okay für mich. Ich mag es, wenn Frauen das Sagen haben. Das ist irgendwie heiß. Jedenfalls, wenn es nach ihr ging, sehe Kolumbien im Vergleich zu Kühlrad aus wie eine Drugstore an der Ecke. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich sehe Anita schon mit Goldkettchen vor mir, wie sie eine Rotzi schwingt und dabei Koks vom nackten Arsch eines männlichen Strippers schnieft. Oh, Gott, wäre das scharf! Wenn es davon Livestream gäbe, da würde ich mich gleich einklinken. Ich spreche von Anita, Mann. Moment, hallo? Ein Moment. Leute, Telefon. Hallo, Anita, oh mein Gott! Es tut mir leid, was ich sagen wollte, war, was ich mit scharf gemeint habe, fragst du? Nein, meinte, dass du klug bist, scharfsinnig. Ja, okay. Ja, ist ja gut, ich muss nicht wieder. Es tut mir leid. Vorsicht mit den Kisten! Die haben Waffen eingepackt, die nicht gesichert sind. Idioten! Ja, ist da. Wie geht es dir, AJ? Passt schon, danke. Was ist da drin? Wilder Verwalter. Kann man da was ladern? Ah, dann halt nicht. Namaste! Bleib stehen! Das ist nicht geil aus. Ich dachte, er würde mich anschreien. Aber er hat mich einfach ausreden lassen. Ist ein guter Mann. Er mag nur keine Idioten. Hm? Aber wenn man ihn erstmal besser kennt. Okay, aber tu mir einen Gefallen, ja? Verrat keinem, was ich gerade gesagt habe. So was. Schön. Raju erwartet dich bereits im Club. Servus. Ah, der Sohn des großen Mohan. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Freilich nehme ich den.